Hallo ihr Lieben, heute öffnen wir endlich die neue Schimmernde Summer Center Figurenkollektion vom Set Zenit der Könige. Und wie immer, ich mache die Box auf und dann sehen wir uns gleich. So, die Box ist offen und dann gehen wir mal rein. Was haben wir hier Schönes drin? Einmal ein schönes, schillerndes Summer Center als Figur. Ich hoffe, ihr könnt es richtig gut sehen. Also es gefällt mir sehr. Das werde ich mir auch hinstellen, weil Zenit der Könige ist einfach für mich ein wunderbares Set. Dann den Summer Center Pin. Hüllen mit einer gelben Umrandung. Oben das Zeichen. Unten das Summer Center, eine Codekarte, gönnt euch, und ein schönes shiny Summer Center. Und zu guter Letzt unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Booster. Ich habe jetzt 11-mal die Chance, endlich das Mewtwo V-Star hier auf den Kanal zu ziehen. Ich bin schon so richtig, richtig gehypt darauf. Die Box ist auch heute frisch gekommen. Also ich bin schon so richtig, richtig gespannt, was wir da heute drin haben. Gönnt euch. Ich habe mir jetzt auch schon richtig viele Videos angeguckt zu den Kollektionen. Und dachte mir, boah, also die gönnen ja richtig. Ich habe sogar in einem Video gesehen, wie jemand aus einer Box zwei Goldkarten gezogen hat. Richtig, richtig geil. Und bin jetzt gespannt, was wir heute drin haben. Pokéball, Amphira auf dem Reverse Slot und Duraludon V-Max. Richtig geil, die fehlt mir noch. Oh. Mir fehlen ja noch richtig viele Karten, also viele Hits. Und vor allem auch Reverse-Karten aus dem Set. Von daher habe ich mir gedacht, Mensch, die Kollektion nimmst du mal mit. Weil ich habe auch noch die Zeichen-Figuren-Kollektion. Die machen wir auch noch auf. Aber heute machen wir erstmal die Summer Center-Figuren-Kollektion auf. Gönnt euch. Ich sag Feuer, Elektro, Zaplalek, Rettungsbox, Girafarig, Pantimos, Sonnenkern, Smogon, Pidiza, Molung, ein Hisui Atmurai. Oh, richtig, richtig stark. Das ist Zenit der Könige. Ersten Booster-Hit, jetzt wieder ein richtig geilen Hit. Und was haben wir dahinter? Ein Summer Center V, Doppelhit. Richtig, richtig geil. Ah, das schmeckt. Das ist Zenit der Könige. Ja, ich habe ja versucht, irgendwie an die Box heranzukommen. War recht schwierig, weil die ja überall ausverkauft war. Ich habe sie denn in einem Online-Shop ergattern können. Zwar nicht wie zum Beispiel bei Comic Planet, haben die ja irgendwie 62 Euro gekostet. Bei Games Island sogar bloß 57 Euro. Aber da war ich überall entweder zu spät oder zu langsam. Bei Big Games Island war die irgendwie bloß ein, zwei Stunden drin. Dann war die komplett ausverkauft. Jedenfalls habe ich sie mir dann bestellt für 70 Euro. Für 70 Euro ist schon ein stolzer Preis, würde ich sagen. Mabula, Algit, Europe und, oh, wieder ein Hit. Ein Mew V. Oh, richtig, richtig stark. Die habe ich zwar schon, aber nehme ich gerne mit. Ja, und Zenit der Könige, dachte ich mir, kann man immer mal zwischendurch aufmachen. Einfach nur ein richtig geiles Set. Das gönnt immer, da sind immer Hits drin. Also,
vor allem auch schöne Hits. Viel Spaß damit. Ich rate Kampf. Psycho. Nirgendwo Sauger. Superball. Sonnenfell. Smogon. Bieditzer. Mulung. Fililu. Mabula. Oh, ein Wablu. Und ich will Wein. Den habe ich auch noch nicht. Oh, richtig, richtig stark. Und haben wir noch was dahinter? Noch ein Doppelhit? Ein Betis Holo. Ja, es ist ein Doppelhit. Richtig, richtig geil. Mensch. Das geht richtig gut los, würde ich sagen. Ja, habt ihr zufällig mein letztes Video gesehen? Da haben wir eine Celebrations Top Trainer Box geöffnet und einen Celebrations Koffer zu meinem 300er Abo Special. Wenn nicht, schaut mal gerne rein. Könnt gerne noch dran teilnehmen. Ihr könnt auch was richtig Schönes gewinnen. Ihr könnt ein Celebrations Koffer gewinnen. Also macht gerne mit. Luxio. Freunde aus Isui. Shaman. Sonnkern. Smogon. Mirapla. Molunk. Energiesuche. Ein Stolos. Und ein Evoli. Wie? Oh, richtig, richtig toll. Eines meiner Lieblings-V-Karten aus Zenit der Könige. Ist einfach richtig, richtig schön. Meine Tochter mag das Evoli total gerne. Und ich muss sagen, Evolis kann man nie genug haben. Ist ja auch so ein richtiger Fan-Favorite. Also von daher. Viel Spaß damit. Ich rate Unlicht. Stahl. Britzigel. Pokémonfänger. Cesurio. Janma, Gladiantri, Zipoze, Shinox, Pantimos, Ey, Zamazenta, wie? Richtig, richtig stark. Wieder ein Hit aus der Gala Gallery. Oh, Wahnsinn. Und Doppelhit? Ja! Oh! Richtig, richtig stark. Und die fehlt mir noch. Richtig, richtig schön. Oh, Wahnsinn. Wieder zwei Hits. Ey. Zenit der Könige ist einfach das beste Set. Und weiter geht's. Wir haben noch 5 Booster. Wird hier noch mein Mewtwo V-Star drin sein? Gönnt euch. Rockaiman, Lunastein, Sonnenfell, Krebskorps, Mirapla, Jurob, Zipurze, Stolunio. Boah, und wieder ein Hit aus der Gala Gallery. Ein richtig schönes Absol. Das habe ich zwar schon, aber nehmen wir mit. Und Luxtra. Und ab rein in einen Sleeve. Und dann geht's weiter. So, Zamazenta. Jetzt hätte ich gern mein Mewtwo Vista. Gönnt euch. Ich rate Elektro. Kampf. Buddelbrüder. Georock, Pokémonfänger, Bieditzer, ein Trank, Pantimos, Sonnenkern, Smogon, Elesaat und ein Wolverock. Und weiter geht's. Viel Spaß damit. Ich rate Psycho.
Elektro Zaplalek, passend zum, zur Elektroenergie, Nirgendwo Sauger, Superball, Aalgit, Iguana, Volley, Shinox, Pampam, Kate und... Oh! Alter Schwede! Richtig, richtig geil! Oh, Secret Rare Pikachu! Richtig, richtig stark! Also die Zamazenta Box, die gönnt richtig! Richtig, richtig stark! Oh. Ist echt der Wahnsinn! Schade, dass das Set bald vorbei ist. Echt, echt schade. Das sind ja jetzt somit die letzten Produkte. Ich habe jetzt da noch die eine Kollektion. Dann habe ich noch drei Tinboxen, die wir noch gemeinsam öffnen. Und dann habe ich noch die Mopeko-Kollektion. Die mit der Spielmatte. Und noch drei Blister. Und dann... ist leider aus, die Maus hier auf dem Kanal mit Zenit der Könige. Luxio, es sei denn, ihr wollt es gerne nochmal sehen. Shinox, Ignivor, Gladiantri, Valmer, Pokéball. Oh, schon wieder ein Hit? Schon wieder ein Hit? Es ist... Oh! Schon wieder das Abdurai V von der Galar Gallery. Krass. Einfach nur krass. Und haben wir einen Doppelhit. Rotom Vista. Und das habe ich auch noch nicht. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Mann, vielleicht schaffe ich es ja sogar noch, das Set zu komplementieren bis zum Ende. Ey. Schaut es euch an, Leute. Richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. Ich kann jedem einfach nur empfehlen, Zenit der Könige zu öffnen. Ah, es macht einfach nur Laune. Es macht einfach nur Spaß. Viel Spaß damit. Und wir raten nochmal. Last Pack Magic. Feuer. Stahl. Die Trekking-Schuhe. Metang. Buddelbrüder. Libiskus. Emolga. Libiskus nochmal. Plaudergei, Janma, oh, eine Reverse-Feuerenergie. Und wie immer bei den Reverse-Holo-Karten, die sind alle immer voller Printlines. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ob ich es eingefangen kriege ordentlich. Ich hoffe, es ist scharf. Schau mal kurz. Seht ihr das? Hier alles voll mit Printlines, von links nach rechts, von oben nach unten. Das ist schade. Und haben wir noch was dahinter? Ein Ramord. So, legen wir nochmal die Hits hier hin. So, das sind meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Hits aus 11 Boostern. Also richtig, richtig stark. Dann habe ich neu das Wablu, das Rotom Vista, Duraludon VMAX, die Feuerenergie. Also richtig, richtig stark. Was sagt ihr dazu? Wie hat euch die Figurenkollektion gefallen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen in nördliche Richtung da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.